Tag 30, ein kompletter Tagesgang. So, wir haben Tag 30 erlangt. Schauen wir mal, ob der Tag 30 gruselig wird. Warte mal. Ich gönn mir jetzt einfach mal eine komplette restliche Taschenlampe. Wir haben keine. Das ist halt echt so, wir haben keine. wir haben keine Blumen für das Grab bekommen. Lass ein paar Batterien drauf werfen. Ist halt echt. Ja, sieht halt echt gerade so aus. Oder Batterien auf dem Grab drauf. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, so. Oh nein! Creepy stuff. Ich bin echt auf das Ende jetzt gespannt. Oh, Kinder lachen und die. Und das hat kurz aufgeblinkt und. Hier lang? Muss ich hier lang oder muss ich woanders lang? Warte. Ich möchte erst die Wege abgehen, die ich nicht lang muss. Vielleicht passiert da noch was Gruseliges. So. Guck mal hier. Lampe auf dem Boden. Ziemlich creepy, wenn ihr mich fragt. Oh, Raum. Stuhl. Was zum Fick ist das für ein Geheimgang? So, was ist hier jetzt? Guck mal, die Geräusche, die sind so creepy. So, irgendwas Gruseliges hier. Irgendwas Gruseliges hier. Irgendwas Gruseliges hier. Irgendein Jumpscare wird noch kommen. Irgendein wahnsinniger Jumpscare. Der so wahnsinnig sein wird, dass ich aus dem vom Hocker falle. Wow, ist das einfach nur langweilig gerade, dieser Aufbau von nichts. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wow. Oh nein. Oh, Alter, meine Lebensanzeige ist fast down. Toiletten. Ernsthaft Toiletten. Bin ich jetzt gestorben, weil meine Sanity-Anzeige runtergegangen ist? Wenigstens ist meine Sanity-Anzeige jetzt voll. Ich kann jetzt eigentlich theoretisch auch einfach komplett dunkel durch diesen Gang gehen und... Wow. Wow. Einfach nur wow. Wow. Ist das nicht einfach wow? Warte, man kann ja einfach dunkel hier durchgehen und dann dürfte mich doch eigentlich nichts erschrecken, wenn es dunkel ist. Weil ich sehe ja dann nichts, ne? Und wenn ich sie nicht sehe, dann sehen sie mich auch nicht. So. Guck mal, das hat mir kein Leben abgezogen, weil, ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt zumindest mal, wo ich lang muss, ne? Warte mal, ja. Da. Oh mein Gott. Ach, ja, hey. Guck mal, das hat mir jetzt diesmal kein Leben abgezogen. Ist gestorben, weil der Protagonist es nicht mehr rechtzeitig aufs Klo geschafft hat. Gibt's da nicht so ein Spiel, Don't Shit Your Pants? Und da verliert man wirklich, wenn man nicht rechtzeitig aufs Klo geht und scheißt. So. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwie den falschen Weg gegangen. Uninstall, please. Ich schaue jetzt die ganze Zeit bei euch Faggots über die Schulter, beziehungsweise... Warte mal, ich bin jetzt... Oh fuck, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Weil die ganze Zeit bei rüber so schaue, so, was habt ihr Schelme, mir fällt das scheiß Wort nicht ein, was habt ihr euch diesmal ausgedacht? Und dann schaue ich immer so auf die Kommentare und so, oh, das ist ja mal super witzig, an euch sind Comedians verloren gegangen und dann sterbe ich ein bisschen im Inneren und ja, dann verpasse ich überhaupt, wo ich langlaufe. Oh nein. So scary, so creepy, so... So, schauen wir, was passiert jetzt mal. Nicht Belga. Nicht Belga, Kann ich jetzt bitte die Tür aufmachen? So, was passiert hier? So, mal wie viel Leben hier, das ist so... So, was ist hier jetzt? Oh, hey, da kommt ungelogen Scheiße aus den Toiletten. So,
Ja, und jetzt? Muss ich jetzt irgendwo an der Toilette ziehen? Lausbuben. Ja. Die einzige Aufgabe ist es gerade aus. Also was ist jetzt hier passiert? Habe ich jetzt bitte irgendwo einen Schlüssel? Hier liegt doch bestimmt jetzt irgendwo ein Schlüssel am Boden oder in der Toilette. In Silent Hill 2 wäre da jetzt was in der Toilette. Und James, James wäre genug Eier, das einfach rauszuziehen. Ich hab. Sag bloß, ich muss jetzt wieder rausgehen. Also ich will mich nur hier gut umsehen. Nicht, dass es im Nachhinein heißt, dass hier irgendwas ist, was ich übersehen hätte. Hier ist nichts, oder? Hier ist ungelogen gar nichts. Geh ich wieder raus. Was jetzt? Gehe ich jetzt hier lang? Ist jetzt neuer, hat sich jetzt ein neuer Weg aufgetan? Scheinbar. Ja, scheinbar geht es jetzt hier weiter. Ah, doch. Hat sich ein neuer Weg aufgetan. Plötzlich. Oder, nee, warte, war schon vorher. So, was gibt's hier diesmal Gruseliges? Aha. Vogelkäfig. Batterien. Oh mein Gott, die Batterien kann ich wenigstens noch irgendwie gebrauchen. Ja, nichts, ne? Goddammit, James. James! Ja. So. Gruselig. Oh, ho, ho, da war wieder ein Schatten an der Wand. Den wir dasselbe Schatten, den wir schon 37.000 Millionen Mal in diesem Spiel gesehen haben. Erinnert mich an, als die Kacke pipi musste. Das kenne ich irgendwo her. Muss ich jetzt hier lang? Ist das ein Nagelbett? Ne, ist kein Nagelbett. Ich hatte gehofft, dass es ein Nagelbett ist, dass ich darauf einfach sterben kann. So. Taschenlampen, Dings. Kann jetzt bitte etwas passieren? Irgendwas zumindest. Oh! Guck mal, das ist nochmal der gleiche Jumpscare, der schon 17 Mal kam. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wer hat dieses Spiel erlaubt? Wer hat dieses Spiel? Oh nein, hinter mir läuft jemand, ganz bestimmt, weil die sich 3D-Models leisten können. Im Spiel. Wer hat dieses Spiel erlaubt? Ich will es wissen. Hä, bin ich hier richtig? Ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig bin. Hä, irgendwie gefällt mir das nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mich verlaufe. Darauf habe ich keinen Bock. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Hä? Nee, ich gehe nochmal zurück. Das kann nicht passen, wo ich gerade bin. Warum findest du diesen Stream ausländerfeindlich? Kann man meinen Stream ausländerfeindlich finden, du scheiß Kanacke. Du. Oh! Oh! I see you! Oh! Oh, 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 oh! Bin doch auf dem richtigen Weg. Plötzlich ist hinter mir eine Wand aufgetaucht und da steht I see you. Bin auch inländerfeindlich, das stimmt sogar. Ja, der Protagonist hat auch nichts zu sagen zu dem ganzen Scheiß hier. Er ist einfach gerade so, oh, not again, the same shit as every day. So. Wo lang muss ich? So, das. Taschenlampen, links. Muss ich jetzt hier lang oder muss ich woanders lang? Weißt du, ich... Oh, was ist jetzt passiert? Nichts. Oh nein. Da ist eine Wand hinter uns aufgetaucht. Oh nein, Wetten, die Wand kommt jetzt näher. Oh, Wetten, die Wand kommt immer näher. Jetzt drehen wir es nochmal um und die Wand ist wieder näher. Wetten, wenn es jetzt... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt sind sie wieder weit auseinander, oder was? Jetzt geht's da lang. Sollte das gerade gruselig sein? Sollte das gerade gruselig sein? Tür. Oh mein Gott. Wie lange bin ich jetzt schon hier drin? Sag mir mal bitte. Sag mir mal bitte jemand. Wie lange verbringe ich jetzt schon in diesem Scheiß hier? Kann ich mir nicht einfach diesen Schraubenzieher in den Kopf rammen, bis der Schmerz und das Spiel aufhört? Wow! Aber der Cringer, der kann echt hell sehen.
Der Gründer kann echt hell sehen, was ist da los? So, nächste Tür. Lass jetzt bitte einfach hinter der Tür. Ich höre auch mein Handy. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Ich schreibe jetzt einfach jemandem, hey Faggot, hast du Lust mich umzubringen? Und bitte mach im Hintergrund Benny Hill Musik ein. So, das hätte zumindest was. Benny Hill Musik hätte ja jetzt noch zumindest was, dann wäre es so. Nee, 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 nee. Aber Benny Hill Musik geht davon aus, dass einen jemand verfolgt. Und es gibt ja nichts in diesem Spiel, was dich auch nur ansatzweise. Guck mal, ihr habt den passenden Schlüssel bekommen. Oh nein! Ah! Hab ich mich erschreckt. Motherfucking 20 Euro. Mach jetzt keine Benny Hill Musik an. Nee, ich versau das Spiel, ich versau dieses Spiel nicht schon mehr als es ist. Ich bin schon genug enttäuscht. So. Oh nein. So. Oh mein Gott. Hey, noch ein Schlüssel. Oh Mensch, weißt du, dieser letzte Tag, der hat wirklich alles. Hier kommt alles nochmal richtig schön. Oh lol. Hier kommt nochmal alles zusammen, weißt du, du hast. Du hast keine Atmosphäre. Du hast schlechte Schockmomente, die kommen. Du findest Schlüssel, mit denen du Türen aufmachst, die direkt daneben sind. So. Weißt du, was das Beste ist? Ich sterb gleich. Das heißt, ich muss die ganze Sache nochmal ein bisschen nachspielen, wenn ich jetzt sterben sollte. Das ist das Beste dran. Das ist wirklich das Beste dran gerade. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man sich auf der verfickten Zunge zergehen lassen gerade. Oha. Die Musik gerade. Dubstep-Musik. Guck mal, ich verreck gleich. Okay. Kann ich irgendwo eine Kerze anmachen? Boah, ist das die Kinderwein einfach nur nervig. Hallo, halt mal die Fresse, ich will hier einen Schlüssel finden. Ach, das war schon. So, ist irgendwo ein Schlüssel aufgetaucht. Juan? Das wär's. Stirb! Tu es! Wo ist jetzt der Schlüssel aufgetaucht? Hier wird doch jetzt bitte irgendwo ein Schlüssel aufgetaucht sein. Bitte. Irgendwo. Der Schlüssel. Ich, noch ein Schockmoment. Ich bin tot. Da ist der Schlüssel. Oh mein Gott. Auf dem Schreibtisch. Oh, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. So. Bitte lass das jetzt einfach das Ende sein. Das verreck ich. Das verreck ich aber. Ja, sowieso. Dann verreck ich aber. So. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Wenn ich jetzt den Tag von Anfang an nochmal spielen muss. Dafür. Das. Ernsthaft. Wenn ich das. Pass mal auf, wenn ich meine Taschenlampe nicht anmache. Da ist das Ding. Wenn ich meine Taschenlampe nicht anmache und von irgendwas erschreckt werde, dann registriert das Spiel das nicht und ich nehme keinen Schaden. So, PS007 ist wieder da und kommt jetzt einfach nur, damit er lachen kann. So, warte mal, wo muss ich lang? Ich erinnere mich etwa. Ach Gott, ich darf jetzt für den gesamten Scheißweg eigentlich die Taschenlampe auslassen. Weil sonst erschrecke ich mich irgendwo. Wenn man die Taschenlampe aus hat, dann erschreckt man sich scheinbar nicht. Habe ich mit. Also wie gesagt, dann registriert das Spiel nicht, weil es im Dunkeln. Im Dunkeln ist es irgendwie nicht so gruselig wie im Hellen. Habe ich gemerkt. Weil wenn man die Scheiße von diesem Spiel nicht sieht. Wenn man die Scheiße von diesem Spiel nicht sieht, dann denkt er. Ach, das ist echt so. Ist einfach besser, diesen Dreck nicht zu sehen. So. Wo muss ich lang? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich weiß jetzt zumindest, welche Räume ich nicht ungefähr muss. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Er hat sich nicht erschreckt. Jetzt habe ich mich gerade erschreckt. Scheiße, sie haben mich zum ersten Mal richtig erschreckt gerade. Das heißt hier richtig, aber zumindest mal kurz. Ah ne, warte, den Raum geben wir uns gar nicht jetzt. Weißt du den Raum? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Warte, wir schauen, wir können uns aber die Scheiße anschauen, die rauskommen. Oh fuck. Aber ich glaube, den Raum musste ich, weil hier war es gerade noch zu. Also das ist ein Schockmoment, den ich mitnehmen musste. Ja, das Spiel ist, das ist halt echt so. Das ist echt, das ist richtig game-technisch beschissen gemacht. Ich glaube, in den Raum musste ich nicht. Das ist halt absolut erbärmlich schlecht. Wenn es, wenn du am letzten Tag nochmal irgendwie schon 15 Minuten spielst und dann verreckst du, und dann musst du den ganzen Kack nochmal machen. Warte mal, hier musste ich nicht rein, glaube ich. Das heißt, oh mein Gott, weißt du was? Und ich wurde davon erschreckt, natürlich. Obwohl man nichts gesehen hat. Wenn die Taschenlampe aus ist, sieht man nichts. Wenn man, ich glaube, wenn man ein ganzes Spiel über die Taschenlampe auslässt, dann passiert einem gar nichts. So. Warte mal, jetzt müsst ihr doch hinter mir auftauchen. I see you. Warte mal, bist du jetzt kommen? Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ja, es hat sich gelohnt. Wir sehen Diablo leiden. That's funny. The suffering of other people is funny because I'm a dipshit. My whole existence is being a dipshit. My mother told me, son, you were born to be a dipshit. And so I became a total dipshit. I hate my existence and I hate everything. Oh, warte mal. So. Ach ja. Genau, wir wissen ja wieder. Oh mein Gott, wir dürfen jetzt noch mal hier hin und her rennen. Warte mal, ich verlasse die Taschenlampe einfach aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, heute ist hier andere Richtung. Oh mein Gott. Wenn er sich jetzt jedes Mal dafür erschreckt, dann weine ich. So. Oh nein. Oh mein Gott. War es hier rein? Ah, ich glaube, hier war. Ja, genau, hier war doch der Schlüssel irgendwo. Ja, ja, ganz vergessen, der dumme Clown. Und jetzt habe ich wieder Leben verloren dadurch. Wieder so ein Ding, das ich nicht vermeiden konnte, glaube ich, nehme ich an. Guck den Boden einfach an, aber es bringt nichts. Ich glaube, wenn solche Soundeffekte, die kann man nicht. So, warte mal. Ja, die Ratten haben mich jetzt erschreckt. Ach, das ist doch ein Bullshit, mal ganz ehrlich. So, warte mal, hier ist der Schlüssel. Kenny auf meinem T-Shirt ist mindestens 20 Mal gestorben, weil es so langweilig ist. Das ist mal eine Aussage. So, warte mal. Warte mal, ich habe ungefähr genauso viel Leben wie letztes Mal. Das kannst du vergessen. Ich gehe jetzt mal hier rein. Warte, ich schaue jetzt einfach irgendwo auf den Boden, ganz ehrlich. Vergiss es! Vergiss es, ich werde wieder sterben. Keine Chance! Keine Chance! Ist da jetzt der Schlüssel schon irgendwo auf dem Schreibtisch? Nee. Keine Chance! Ich werde wieder verrecken. Man kann den letzten Tag nicht überleben, niemand hat das. Sag mir bitte nicht, dass das die Wahrheit ist. PS007, wenn das jetzt Insider-Informationen sind, die du da hast, dann weine ich. So, warte mal. Warte mal. Wo bin ich letztes Mal verreckt? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo hier gleich, ne? Warte mal, ich glaube. Nee, so weit. War ich noch so weit? Keine Ahnung. Doch, es gibt ein Ende. Hey! Setze die Maschine wieder im Gang. Ja, ne? Finde dazu die drei Hauptschalter. Ja, das werde ich überleben. Das werde ich absolut überleben. Die hat man am Anfang. Stimmt halt echt. So. Hier ist er.
finde die beiden anderen Schalter. Wenn ich jetzt irgendwo verrecke, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann schreie ich. Dann weine ich. Nee, da gehe ich nicht lang, da werde ich sterben. So, ich werde hier erst der zweite Schalter irgendwo. Was ist das überhaupt für eine Scheißmaschine? 526. Hä? 637. Aha. Wo ist Arroganz, wenn man ihn für irgendwelche dreistelligen Zahlencodes braucht, die man absolut nicht auf Google finden kann oder so? Wo kommt die Maschine her? Wodurch bist du dann gerade gestorben? Ich weiß es nicht genau, woran ich gerade gestorben bin. Ich glaube wahrscheinlich an dem Mädchen, das auf dem Boden lag. Und jetzt kam wieder das Psst, das mich fast umgebracht hat. So. Keine Sorge, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, wenn noch mal irgendwas auftaucht. Wenn noch einmal mal, wenn noch einer mal Psst sagt, dann war's das. Das ist vorbei. So. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, meine Leiste da oben wieder aufzufüllen? Irgendwie? Irgendwas? Irgendwo? So. Ich werde hier erschreckt. Pass auf, der Clown. Der Clown, ich schwöre dir, der Clown. Gleich irgendwo. Ungelogen. Du hast bereits 5 Ersatzbatterien, jetzt nicht mehr. Faggot. Psst. Psst. Wenn jemand an meine Haustür geht und Psst macht, dem hau ich einfach eine rein. Bruder, das ist echt eine Pussy. Ich weiß nicht, tue ich mir das jetzt nochmal an? Tue ich mir das jetzt nochmal an? Den ganzen scheiß Weg abzuklappern, um irgendwelche Schockeffekte zu haben, die ich sowieso nicht verhindern kann. Warte mal, wenn ich auf den Boden schaue. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche gewissen Schockmomente komplett damit ignorieren kann. Ich probiere es jetzt einfach mal. Das tut mir noch nicht weh. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Na, warte mal. Falscher Weg. Oh mein Gott. Ich will dieses Spiel zu Ende bringen. 0815 hat dafür 20 Euro bezahlt. Für diese 20 Euro hat er ungefähr nichts bekommen. Weil, was ist das? Das hier sind, das ist nicht... Was ist das? Ich stehe jetzt auf dem Boden. Er hat sich nicht erschreckt, ich bin zufrieden. So, jetzt müsste doch gleich die Tür kommen mit den Scheißhäusern. Kann ja auch rückwärts laufen. Nicht 2-3 Minuten. Nee, man kriegt hier kein Leben zurück. So, warte mal. Muss ich da reingehen? Ich muss da reingehen. Warte mal. Pass auf, ich schaue jetzt einfach hier auf den Boden. Muss ich da kurz hinschauen? Oh mein Gott, so. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Das erste Mord, das ist ihm 20 wert wird. So, keine Chance da schon mal nicht Leben zu verlieren. So, was noch? Muss halt. So, Leben verloren. Keine Ahnung. Hab auf den Boden geschaut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gutes Game Design. Absolut. Absolut erstklassiges Spiel. 10 out of 10. Would buy. Would play. Gibt's irgendwo. Ey. Wenn jemand Lust hat, such mir mal bitte. Ein Strategy Guide raus, in dem steht, was man am letzten Tag machen soll, um Schaden zu vermeiden. Oh Gott, nein, warte, ich laufe rückwärts. Ich laufe rückwärts, so wie man es gesagt hat. Pass auf, ich laufe jetzt rückwärts.
trotzdem Schaden genommen. Vielleicht sollte ich einfach umdrehen und dann gar nicht erst anschauen, die Faggot. Also einfach wieder weggehen. So, warte mal. Kommentar ist von einem Entwickler. Ich schau mal auf den Link hier, der gepostet wurde. Das erste Kommentar ist vom Entwickler, wenn ich diesen Namen sehe. Facebook im Stinknamen, ja, hilft nicht, Magie. Ending, so, what's up with day in the ending, that somehow doesn't fit the rest of the, we recently got some feedback by people who said that to make any sense of it, we are sorry, but the game don't have the typical ending, like, okay, look at this end, bla bla bla, okay. Nee, das ist ja jetzt, ich will jetzt nicht gespoilert werden, was das Ending ist, ich will ja nur wissen, wie ich hier durch das verfickte Spiel komme, ohne zu sterben. Weil scheinbar haben das Leute geschafft, was ich verwunderlich finde. Alter, hat gerade einen kurz Psst gemacht und ich habe kein Leben verloren, nochmal Glück gehabt. Ich hätte sonst geschrien. 799, danke Andi. Das hilft mir zumindest mal. Bisschen weiter fürs nächste Mal. Apropos Clown. Der Clown wird gleich wieder auftauchen, wenn ich den scheiß Schlüssel nehme. Kann ich dem irgendwie entgehen? Oh nein, da war ein Schatten. Oh Gott, ich habe kein Leben verloren. Nochmal Glück gehabt. Oh, wisst ihr, was jetzt wieder kommt? Ihr wisst, was jetzt wieder kommt. Die Wände kommen näher. Oh nein. Oh nein. So spooky. Oh mein Gott, too spooky for me. Oh mein Gott, ist das 3 spooky 5 me. Oh mein Gott. Dieses Spiel kann nicht schlechter werden. Es ist unmöglich. Dieses Spiel kann nicht schlechter werden. Das Spiel kann nicht schlechter werden. Ihr hört es jetzt in meinem Stream, das Spiel kann nicht schlechter werden, als wie es gerade ist. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Wenn das Spiel noch schlechter wird, dann weiß ich nicht. So, warte mal. Hier kommt der Faggot-Clown mit dem Schlüssel. Ah, kann ich dem irgendwie entgegen... Kann ich hier irgendwas... Warte mal. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ich habe ihn nicht angesehen, ich habe den... Was diesen Clown? Was diesen Clown? Warte ab das Ende. Warte ab das Ende. So, die Mäuse erschrecken mich. Wieder mal. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich dem entgegengehen können. Das habe ich jetzt nicht dran gedacht. Der hat es geschafft. Da habe ich sie, ja. Hab das auch gefunden. Ja, aber wie ist denn der da durchgekommen ohne... Guck mal hier, so. Jetzt, wie hat denn der das geschafft? Wie hat denn der das geschafft bis dahin? Wir schauen uns das Video im Stream an. Weißt du, wenn ich jetzt nochmal verreck, schauen wir uns das verfickte Video im Stream an. Dann, weil... Kannst du mal aufhören zu weinen? Warum ist denn der nicht verreckt? Warum ist denn der Huso nicht verreckt? Ich skippe bei 14 Minuten rein und der kriegt irgendwoher Leben zurück. Ungelogen, wo kriegt der Leben zurück? Warte mal, ich schau dir mal ganz kurz zu. Der hat irgendwo Leben zurückgekriegt. Oder ist er gestorben? Ne, der hat irgendwo Leben zurückgekriegt. Das schau ich mir jetzt an. Warte mal. Tut mir leid, ich schau mir das jetzt an. Wo hat dieser Huso Leben bekommen? Vielleicht muss ich irgendwo in den Optionen den Schwierigkeitsgrad runterstellen oder so. Wahrscheinlich spiel ich's auf schwer. Woher kriegt er Leben? Woher kriegt er Leben? Das will ich jetzt wissen. Der kriegt Leben dazu. Woher? Der hat irgendwo gesafe-stated. Der hat irgendwo. Warte mal. Was hat der Huso gemacht? Kein Video, willst du auf Deutsch sehen? Nein. Rage Kitty Cheater, das wär's. Ey. Irgendwas, aber der stand. Ich sehe gerade, er stand vor dieser Tür mit halbem Leben. Der hatte mehr Leben gerade als ich. Spielzeit 30 Tagen. Ich will mal sehen, Optionen. Nee. Was steht da? Ich dachte, da stand irgendwie Anallösung oder so ein Shit. Jetzt wieder irgendwo das Mädchen ist. Nee, oder?
Ich komme jetzt nicht mal mehr zu dem Maschinenraum, weil ich jetzt irgendwo noch mehr verloren habe. Minute 13, 13. Ja, Minute 13, 13 kriegt er Leben. Aber ich könnte schwören, dass da ein kleiner Schnitt ist. Da ist ein kleiner Schnitt. Und der verliert dann auch kein Leben mehr. Sag mal, wie macht denn der Wichser das? Verstehe es nicht. Ehrlich, ich verstehe es nicht. Erklär mir mal einer. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man hier Leben zurückkriegt. Ich will jetzt wissen, was das für eine Scheiße ist. Der hat an der Stelle, an der ich gerade hatte, der noch halbes Leben. Und ihr habt gesehen, ich komme dahin mit quasi nix. Ja, der hat halbes Leben, als er in diesen Maschinenraum kommt. Und das ist der Maschinenraum ist der letzte, ist die letzte Scheiße. Der Maschinenraum ist das Ende. Der Maschinenraum ist das Ende. Ob ich Leben über Zeit kriege, ich kann es ausprobieren. Aber ich schwöre eigentlich drauf, dass es nicht so ist. Weil irgendwann alle 2 Minuten kommt ja einer, der Psst, Psst macht. Und ja, und wenn einer Psst macht, dann ist es mein Todesurteil. Weil das geht nicht. Das ist zu viel des Guten. Ich habe keine Ahnung. Also das sind alle Einstellungen. Das sind alle Einstellungen. Das sind alle Optionen. Das sind alle Optionen. Er bekommt aber auch pro Sec etwas Leben zurück. Mit Cheat Engine zum Beispiel kriegt man das. Ey, irgendwie, sagt mir, such mal irgendjemand einer, ob es eine Möglichkeit gibt, kein Leben zu verlieren oder Leben dazu zu bekommen. Das mache ich. Ist mir egal, ob es ein Cheat ist. Ist mir dann egal, ob es ein Cheat ist. Ungelogen. Ist mir egal. Ist mir verfickt noch einziger. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Oh mein Gott. Ich wollte mir gerade was zu trinken. Warte. Ich habe meine Cola ausgetrunken. Oh. Wenn ich könnte, würde ich jetzt einfach dunkel hier durchlaufen. Weil. Keine Ahnung, wenn ich jetzt. Warte mal. Wenn ich das nächste Mal irgendwo das Mädchen knien sehe, dann gehe ich einfach nicht drauf zu. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Ich muss mal leben. Das nächste Mal, wenn ich Leben verliere, bleibe ich einfach erstmal kurz stehen, bis einer Pist macht. Dann verliere ich ja mehr, Gott sei Dank. Ich glaube nicht, dass man über Zeit Leben zurückbekommt in diesem Scheißspiel. Wie gesagt, der Typ hatte halbes Leben, als er an diesem dummen Raum war. Wo ich nur noch 10 Dings hatte oder so. So. €20. So worth it. So dick licking good. So. Wow, such wow, much money, much fuck you. So, jetzt kommt wieder in den Raum. Warte mal, so, ich gehe jetzt mal rein. Weil ihr Leben, ich sehe nichts. Aber jetzt können wir wenigstens die Toiletten anschauen, aus denen Scheiße kommt. Da kommt halt wirklich massiv viel Scheiße raus. So. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal an, ob wir Leben dazu bekommen. Kommen wir Leben dazu. Ich weiß es nicht. Sieht nicht danach aus, oder? Sieht's danach aus? Achte mal bitte jemand einer drauf. Oh Gott, wie ich die Es gibt wirklich Leute, die stellen Theorien zu diesem Spiel auf. Wow, ernsthaft, es gibt Leute, die stellen Theorien zu diesem Scheißspiel auf. Die beschäftigen sich damit. Guck mal, wie viel Leben ich verloren habe. Was ist denn das? Wie viel verficktes Leben ich verloren habe. Dadurch, dass dieses random Bild aufgetaucht ist. Was hat das mit Diablos Problem zu tun? Tja. Der Black hat seine Prioritäten. Guck mal, die ist einfach nur nervig.
Die wird mir Leben abziehen. Guck mal, die hat sogar Schatten. Das ist doch so scheiße. Guck mal, verpiss dich, verpiss dich. Ich glaube, ich krieg Leben. Ich glaube, ich krieg wirklich Leben dazu. Ich glaube, ich krieg wirklich Leben dazu. Ich bekomme hier gerade richtig Hass auf das Game. Guck mal, pst, dann kann man mal. Pst. Aber ich glaube, ich krieg wirklich Leben dazu. Das kann gut sein. Ich habe schon probiert, rückwärts zu laufen auf sie zu. Es geht nicht. Ja, der PS007? Der hat mich noch nicht leiden sehen. Für den ist es was Neues. Für den ist es was Aufregendes. Der sieht mich jetzt zuerst mal so richtig leiden in dem Spiel. Und der freut sich. Der hat nicht gesehen, wie ich Outlast spiele. Der hat nicht gesehen, wie ich Rayman 3 gespielt habe. Der sieht jetzt, hey, guck mal, der spielt dieses Pineview Drive. Das ist ja ein richtiges Faggot-Spiel. Der hat Freude am Leben. Besten nach dem Schocker. Das kann auch sein, weil ich könnte schwören, dass die immer, dass mir dieses Mädchen, wenn es auftaucht, öfters unterschiedlich viel Leben abzieht. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es echt nicht. So, pass auf. Sobald ich. Warte mal, was war hier wieder? Der Clown. Warte mal. Pass auf, ich mach. Ich verliere kein Leben? Jetzt habe ich kein Leben verloren. Du hast Rayman zum Laufen gekriegt. Ja, ich habe Rayman zum Laufen gekriegt. Okay. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo. Wann das Mädchen auftaucht. Piratenflagge. Ah, jetzt habe ich mich bewegt. Fuck it. Okay. Wir haben vielleicht des Rätsels Lösung. Ich mag Rayman nicht, nein. Rayman 3 ist ziemlich beschissen. Nicht so beschissen wie dieses Spiel hier, aber auch schlecht. So, warte mal. Ja, hier habe ich trotzdem Leben verloren. Bei dem Mädchen kann man langsam rückwärts gehen. Ah, vielleicht kriege ich es ja doch noch irgendwie hin. Aber ich werde sicherlich noch einmal sterben. Einmal werde ich noch sterben. Langsam rückwärts gehen, also so. Ja. Das Mädchen kommt ja jetzt, glaube ich. Oh, woher weißt du das jetzt wieder an? Nee. Echt, da gab es einen Peniswitz, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, doch, irgendwie, ich habe was in den Augen. So, warte mal. Wann ist das Mädchen? Ich laufe jetzt mal nicht so schnell. Ich möchte ja kein Leben verlieren. Warte mal, jetzt hier, oder? Ja, warte mal. Langsam rückwärts gehen. Nee. Nee. Hilft null. Aber ich bin noch am Leben. Nehmen wir das einfach mal so hin. So, versuchen wir jetzt einfach mal hier irgendwie durchzurennen. Oh mein Gott. Bin ich drauf. Schade. Was hast du gesagt? 799? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Irgendwas, welche Nummer war das? Warte, jetzt sag, welche Nummer das war. Ich habe mir ein fucking YouTube-Video angesehen. Andi, welche Nummer? Andi, ich will nicht den Chat hoch scrollen, ich scroll den Chat hoch. Oh mein Gott, Andi, du Faggot. Andi, wo steht's? Warte, Andi, ich weiß noch, dass du es irgendwo geschrieben hast. Ah. Wo steht's? Hä? Stehen der Scheiß? Ich bin zu blöd, es rauszufinden. Keine Ahnung. Andi, sag mal bitte. Welche scheiß Code ist das? Ich find's nicht. Ich bin zu blöd. Ich warte jetzt erstmal hier ein bisschen, bis einer Psst sagt und krieg dein Leben zurück.
Es geht. 799, also passt es ja sogar. Aber vielleicht ändert sich der Code auch für jedes Spiel. Das kann auch sein. Welche Minute hast du gesagt? Kriege ich Leben zurück? Achtet mal jemand da drauf. 11:58, okay, warte mal. Mein Dings dauert zu lang. 11. Ach, das andere Mädchen, das dann kommt. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Warte mal kurz. 11:58 sagst du. Man hat es gesagt. Hä? Keine Ahnung. Muss ich drei fucking Schalter drücken? Okay. So. Keine Ahnung. Ich probiere mein Glück. Ich weiß jetzt, wo das, wo die Dings auftaucht. Wenn die mich jetzt nochmal umbringen, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann weiß ich echt nicht, ob ich es nochmal mache. Dann bin ich einfach nur noch. So. Krieg ich HP-Regen? Jetzt sag mir mal einer. Krieg ich HP zurück? Ich will's wissen. Warte, ich weiß, letztes Mal hat mich hier die Dings erschreckt. Psst. Jetzt, ich möchte wissen. Sag mal einer, regeneriere ich? Es weiß halt echt keine Sau. Es weiß echt keine Sau gerade. So, hier hat die mich letztes Mal erschreckt, als ich da lang gelaufen bin. Probiere ich jetzt mein Glück? Oder... Was mache ich jetzt? Probiere ich es jetzt? Versuche ich es rückwärts? Ich werde die... Die tötet mich. Andi. Ich verliere welche. Oh, warte mal. Ich probier's. Mach's langsam. Ich nehme das so in Kauf. Und jetzt versuche ich. Warte, Schlüssel. 313, der Code ändert sich jedes Mal. So, jetzt muss ich den letzten Dings finden. Letzten. Fuck, ich werde sterben. Ich weiß es einfach, ich werde sterben. Irgendwas wird mich nochmal erschrecken. Warte mal, nicht hinschauen. Ist das der letzte? Ja. So. 7. 9. 9. 7, 9, 9, 3, 1, 3. Oh Gott, ich werde verrecken. 313. 313. Lampe aus. 313. Gott, überlebe ich's? Wie stehen die Chancen? So, jetzt muss ich wieder zurückgehen, oder? Sag mir bitte nicht, dass ich die Schalter jetzt nochmal alle drei drücken muss. Wenn ich die Schalter nochmal alle drei drücken muss, weine ich. Ich muss die Schalter nochmal alle drei drücken. Ja, ich war einen anderen Schalter. Oh Gott, ich war so nah dran, wenn ich nur den richtigen Code eingegeben hätte. So, wenn noch mal einer Psst sagt, war es das. Wenn noch mal einer Psst sagt, dann war es das einfach nur. Wenn jetzt auch einmal, oder... Ey, irgendwas passiert. Und wenn die Fotze jetzt nochmal gleich auftaucht. Oh mein Gott. Der Code variiert, so. 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 3, 1, 3. Ich muss jetzt zurück in den Hauptraum. Ob mich auf dem Weg dahin etwas erschrecken wird. Weiß es nicht. Oder muss ich zurück in den Hauptraum oder warte ich hier? Muss ich hier vielleicht noch dran drehen oder so? Oh ne, warte mal, ich bin hier schon richtig. Oh, jetzt bitte lass es das einfach gewesen, sagt.
Was passiert ins Gesicht auf? Ja, 0815, dafür kommst du 100% in die Hölle. Was sollte die Maschine jetzt? Ich weiß es nicht. Guck mal, was sind das für Bilder? Da fotografiert einer die Frau da, die Linda sein soll wahrscheinlich. Warum sind die jetzt in den Credits? Warum sind die jetzt in den Credits? Was bringt das? Ich glaube, unser obdachlosen Asyl kann ein besseres Spiel auf die Beine stellen. Oh, guck mal, sie hat die Hand in die Kamera. Du musst dir mal die Situation. Was sind denn das? Was sind das alles für Namen? Ich habe es gar nicht gelesen. Greetings and thanks from. Okay. Du musst dir mal vorstellen, dass sich halt wirklich einmal eine Frau in ein Fotoshooting gemacht haben. Die haben diese Fotos geschossen für diese Credits jetzt. Thanks for playing Pineview Drive. Ja, ich sag nicht mal was dazu. Macht endlich alles keinen Sinn. Oh Gott sei Dank. War das jetzt nochmal notwendig? Habe ich jetzt irgendwie die Möglichkeit, das Spiel auf. Guck mal, wenn ich das neue Spiel klicke, so den neuen Ultra-Hardcore-Modus zu spielen? Was ist denn das? Guck mal. Zock ist doch nochmal.
Neues Spiel. Pass auf, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir schauen uns erstmal, jetzt, pass auf, wir schauen uns nochmal jetzt mal die erste Cutscene an. Da macht das nämlich alles Sinn. Pass mal auf. Jetzt macht das alles Sinn. Wir sehen jetzt nochmal die erste Cutscene, die auch in dem Wald spielt. Da hast du dieses Ding da. Keine Ahnung, was das war. Seine Freundin oder so. Der ja wegläuft. Die haben noch andere Games gemacht. Die haben den Landwirtschaftssimulator gemacht. Die haben den Landwirtschaftssimulator gemacht. Die Leute, pass auf. Das ist wahrscheinlich der Horror-Simulator 2015. Das war wahrscheinlich der ursprüngliche Name dieses Spiels. Horror-Simulator 5000, 2015. Pass auf. Ich tue jetzt allen einen Gefallen. Das hätte ich von Anfang an. Nein, ich mache keinen Speedrun. Oh mein Gott! Ich mach's eigentlich, das hätte ich von Anfang an tun sollen. Folge dem Weg, um zu flüchten. Damit gibst du auf und beendest das Spiel. Das hätte ich von Anfang an tun sollen. Ende. Finito. Das war's. Oh mein Gott. Jetzt lese ich mir mal die Kommentare zu dem Ending durch. We recently got some feedback by people who saw the end of the game and were unable to make any sense of it. We are sorry, but this game don't has a typical ending like, okay, look, this is the end of the story. Now and everything was clear from the beginning. The game wants you to come up with own ideas of what really happened. We will publish the story in the next days here, but first we'd like to see the interpretation coming from the players. Das heißt, im Prinzip, sie haben selber keine Ahnung, womit hin sie wollten mit dieser Story und wollen jetzt, dass irgendwelche Leute mit einer guten Story aufkommen. So. Boah. Gibt's da jetzt noch irgendwas? Warte mal. Sehr willkommen. The developer saying they will come up with the explanation is a lot of crap. They are just gonna pick up the best one from people writing on Steam. The ending was pure garbage and so is the game design. Horrible pacing, crap jump scares, open doors forever. Gimmicky sanity meter that doesn't enhance the gameplay really. Random code number for day 13 to extend replay value. Waffle. Und der Typ heißt Enigma und hat ein Bild von einer Katze. Der Typ weiß, wie es geht.